Leute, willkommen bei einem Phantasis Studio und heute möchte ich mal ein Video machen, das ich schon ja, seit sehr, sehr langer Zeit machen möchte und wir kommen endlich mal dazu. Und zwar möchte ich euch heute unsere verschiedenen Qualitätsstufen bzw. Bemalstufen ein bisschen erklären, euch näher bringen, damit ihr versteht, was wir auf den jeweiligen Qualitätsstufen machen und was ihr erwarten könnt. Als Geleitschutz habe ich meine beiden imperialen Ritter dabei. Und ich würde sagen, wir fangen ganz einfach mal an. Als, oder genauer genommen, der gesamten Skala, der das Ganze zugrunde liegt, die geht von, von 1 bis 10. Also wir haben eine Skala, die von 1 bis 10 geht. Und das ist jetzt nicht zwingend die Skala, die einige von euch vielleicht von Cool Mini or Not herkennen, sondern das ist, würde ich sagen, ja, sowas Eigenes in der Richtung. Das Ganze fängt eben bei Level 1 an. Da würde ich so alles summieren, was irgendwo in dem Bereich erste Gehversuche im Malen zusammengehört. Oder der kleine Timmy hat mal irgendwie angefangen, ein bisschen mit Farben rumzuspielen. Oder im Prinzip alles, was irgendwie mal so als Versuch endete. Und dann geht die Skala immer weiter nach oben bis, ich sag mal, Level 8, 9 und 10, was meiner Ansicht nach dann schon Golden Demon Qualität ist. Ausstellungsstücke, Showcase-Sachen, das sind die richtig hochwertigen Sachen. Massive Voodoo ist da zum Beispiel ganz groß. Ich würde sagen, bei denen geht die Skala auch nochmal so ein bisschen durch die Decke, aber das mal so als Referenz, dass ihr wisst, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Was wir schwerpunktmäßig hier machen als Bemalservice für Tabletop-Spieler, Rollenspieler, Brettspiele und so weiter, ist im Prinzip die Skala 3 bis 6 bzw. 2 bis 6. Level 2, das sogenannte Dippen mit den Army Painter Produkten, dem sogenannten, wo man die Figur einfach nur eintunkt in so eine Art Dip-Soße, um Schattierung und ähnliches zu erzeugen. Es ist eine angenehme Sache für das ein oder andere Nebenprojekt, wir machen das nicht mehr. Das sogenannte Dippen Level 2 wurde mit unserer neuen Preisliste abgeschafft, je nachdem wann ihr dieses Video seht. Wird es vielleicht gar keine Rolle mehr für euch gespielt haben. Ihr wisst gar nicht mehr, was es ist, aber auf jeden Fall Level 2, Grundfarbe und Dippen. Diese Kategorie haben wir aus unserer Preisliste aus verschiedenen Gründen entfernt. Wurde auch gar nicht so nachgefragt und deswegen Level 3 bis 6, da spielt sich so sozusagen unser Hauptgeschäft, will ich mal nennen, ab. Level 3, das ist so, würde ich mal behaupten, die der normale Tabletop-Standard unserer Ansicht nach. Es ist die Grundfarbe, die auf das Modell aufgetragen wird. Dann wird das Modell mit einem Wash bearbeitet, einem Glaze, um Schattierungen hervorzuheben, die Vertiefungen und so weiter ein bisschen stärker hervorzuheben. Und im Anschluss wird das Modell dann nochmal an einzelnen Stellen aufgehellt, ein bisschen akzentuiert, sodass die Grundfarbe nicht allzu dunkel durch das Wash wird oder nicht allzu fleckig. Darüber hinaus, ich habe hier übrigens meine Liste, deswegen schaue ich da immer drauf. Darüber hinaus, Waffen und Rüstungen werden in einer einzelnen Farbe bemalt. Hat eine Figur zum Beispiel ein Schwert, wird dieses Schwert einfach silbern bemalt. Parierstange, Knauf, das lässt man einfach in dieser einen Farbe. Und das Schwert wird auch nicht weiter akzentuiert. Wir verwenden dann meistens einen etwas helleren silbernen Farbton, damit es mit dem Wash nicht zu dunkel wird. Aber insgesamt kommt dann kein weiterer Akzent mehr drauf. Kleidung wird meistens in einem eher uniformen Farbton gehalten. Das bedeutet, wir weichen nicht so häufig von den Farben bei den Farben ab. Es gibt keine Streifenmuster, keine Querstreifen, keine Längsstreifen. All solche Sachen machen wir auf der Regiment-Stufe nicht. Es sind wirklich die Grundfarben, die wir dort auftragen. Bietet sich deswegen auch sehr gut an, wie zum Beispiel für imperiale Gardisten, imperiale Soldaten, die eben einen einheitlichen Farbton haben. Die Bemalung. Ansonsten, wir lassen kleinere Sachen aus auf dieser Qualitätsstufe. Kleinere Schnallen, Nieten und so weiter. Dinge, die auf den ersten Blick nicht so auffallen. Es gibt da immer so eine Faustregel, die ich sage, Fehler, die auf dieser Qualitätsstufe auftauchen und sie können auftauchen. Es ist eine einfache Bemalung, Tabletop-Standard, es ist eine Handarbeit. Sage ich immer, Fehler auf dieser Stufe 10 bis 12 Zoll. Das heißt, wenn ihr die Figur ungefähr am ausgestreckten Arm haltet, euch anguckt, ungefähr so, sollten keine Fehler mehr zu sehen sein. Geht ihr nah an die Figur ran, werdet ihr mit Sicherheit noch was sehen. Allerdings ist es halt für die einzelnen, Massenarmeen am besten geeignet. Große Regimenter bei Warhammer Fantasy, Warhammer 40k, Tyranniden, Untote, alles Mögliche. Aber auch für Brettspiele, wo die Figuren nicht so häufig zum Einsatz kommen,
wo die Figuren auch relativ schnell wieder vom Spieltisch genommen werden. Genau dafür ist diese Stufe 3 geeignet, Regiment, normaler Tabletop-Standard, Level 3, und ist immer noch, würde ich mal behaupten, weit über dem, was man größtenteils auf den Spieltischen sonst so zu sehen bekommt. Vor allem ist es fertig bemalt, und allein das ist schon mal eine Besonderheit, die man sich ruhig mal gönnen kann. Darüber hinaus, gerade bei dieser Qualitätsstufe, es geht ja um die Masse an Truppen, Imperiale Armee, Ganten, wie bereits gesagt, auch Space Marines. Wenn man dort viele Figuren hat und gleich schon die 40 plus Figuren erreicht, schaltet man automatisch unser Clone Factory Special frei. Dann gibt es nochmals 10% Rabatt. Dieses Clone Factory Special gibt es auch auf die anderen Qualitätsstufen, aber gerade bei Regiment, wenn man eben eine Masse bearbeitet, ist es im Prinzip perfekt, um sich das Ganze einfach mal anzusehen. Um schnell eine Masse halt hinzukriegen, die gut auch in der Gruppe aussieht. Und wenn man eben dann einzelne Figuren besser bemalt haben will, geht es in die Stufen entsprechend höher, und das werde ich euch im Einzelnen jetzt auch noch mal kurz erklären. Das aber jetzt mal erst für den Anfang. So, kommen wir zu den anderen Qualitätsstufen. Das wäre als nächstes Level 4 Skirmish, der sogenannte, ja, ich bezeichne es gerne als gehobenen Tabletop-Standard, und das ist es durchaus, denn wir gehen da schon einen guten Schritt weiter als das, was die breite Masse auf dem Spieltisch eben darstellt. Hier arbeiten wir im Prinzip nach dem gleichen Prinzip erstmal, im Prinzip nach dem gleichen Prinzip, jawohl, aha, wie auf Level 3, das heißt Grundfarbe und Wash. Und was wir dann noch hinzu machen, ist, dass wir zusätzlich ein bis zwei weitere Highlights und Akzente setzen. Wir machen dann auch wesentlich mehr an den Gesichtern, das heißt, wir akzentuieren gerade bei den Gesichtern Wangen, Knochen, Nase, Kinn und ähnliches, um diese mehr hervorzuheben. Kleinere Details sparen wir weiterhin aus. Wir malen dann auch durchaus mal Schnallen und ähnliches an den Rüstungen an oder einzelne Nieten und so weiter, aber wir übertreiben es nicht. Wir machen da so ein Mittelding aus einer einfachen Bemalung mit ein paar zusätzlichen Details, die wir gezielt hervorheben, wodurch das Ganze deutlich mehr Charakter und Tiefe bekommt. Wir bemalen auf dieser Stufe noch keine Augen. Das ist eine Frage, die häufig gestellt wird. Wir lassen die Augen meistens einfach mit einem Wash ein bisschen dunkler schattiert, damit es eben auf einer Entfernung so aussieht, als ob da eben Augen sind. Aber Augen malen wir auf dieser Stufe noch nicht. Wir verwenden Decals, also diese kleinen Abziehbildchen, die es bei vielen Games Workshop Bausätzen dabei hat. Waffen und Rüstungen werden in mehreren Farben bemalt, um nochmal auf das Beispiel von vorhin zu kommen. Ein Schwert, was eigentlich nur metallfarben ist, da würden wir auch dann zum Beispiel mal die Parierstange andersfarbig bemalen. Wir würden dann auch mal den Knauf andersfarbig bemalen. Durchaus auch die Schwertklinge schon mal akzentuieren, damit einfach ein bisschen mehr hervorgehoben wird insgesamt. Basengestaltung, habe ich vorhin vergessen, erwähne ich kurz, ist bei allen Modellen immer mit inbegriffen bei der Bemalung. Wenn ihr diese Basengestaltung nicht möchtet, weil ihr sie selbst macht, lassen wir es weg. Dafür gibt es dann aber keinen, ich sag mal, Preisabzug, weil es ist ein Service, den wir auf alle Fälle anbieten. Wenn ihr darauf verzichtet, in der Preisliste daran rumzudoktern, ist für uns sehr kompliziert und sehr schwer. Müsst ihr bitte verstehen. Wir machen auf Level 4 Skirmish, werden wir auch häufig gefragt, ob wir da mit Effekten arbeiten. Wir machen kleinere Effekte, wie zum Beispiel mal Kampfspuren, kleinere Kratzer, Abplatzer, vielleicht auch mal einen Bluteffekt. Wir übertreiben da allerdings nicht und achten darauf, dass es sich eben die Waage hält. Bei Skirmish Level 4, wenn ihr ein bisschen was hervorgehoben haben möchtet, auch mal so ein paar Einzelfiguren. Es bietet sich an für Freebooters Fate, für Infinity, kleinere Trupps bei 40k. Die erste Reihe bei Warhammer Fantasy zum Beispiel, wenn man ein Regiment hat, die kann man zum Beispiel die erste Reihe, die ersten 5 oder 10 Modelle in der Skirmish-Qualität bemalen und die Modelle dahinter dann in den hinteren Reihen, dann zum Beispiel in der Regiment-Qualität Level 3. Man hat vorne schön was zu sehen, man sieht hinten dann eben nicht mehr so genau die Details der Figuren, sie stehen ja dick in dem Block, und dafür bietet sich zum Beispiel auch so eine Kombination an. Kommen wir kurz zu Level 5, Character. Das ist der sogenannte hochwertige Tabletop-Standard, und ich spreche dabei immer noch von einem sogenannten Tabletop-Standard, bezieht sich also auf Tabletop-Spiele. Wir meinen damit im Prinzip eine aufgehübschte oder verbesserte Skirmish-Bemalung. Der Unterschied ist deutlich zu erkennen zwischen der Skirmish-Qualität, denn wir investieren schon deutlich mehr Zeit in das Modell. Es ist allerdings noch lange keine Vitrinenqualität. Das ist manchmal so ein bisschen ein Irrtum, den da manche unterlegen. Level 5 Character ist eine hervorgehobene, etwas aufgebesserte Skirmish-Qualität. Das Modell wird noch mehr in den Mittelpunkt gesetzt, bietet sich an für Helden, Charaktermodelle, Rollenspielfiguren, ganz wichtig, Warcaster und alle Kommandanten, all diese Sachen, die eben aus der Masse ein bisschen noch weiter hervorstechen sollen, und dafür Character Level 5 ist das Ideale. Und wir haben auch viele, viele Kunden,
die ihre ganze Armee auf Character Level 5 haben möchten, weil sie sagen, hey, ich will, dass das gesamte Bild hochwertig aussieht, qualitativ hochwertig was hermacht, und dafür haben wir diese Qualitätsstufe. Im Prinzip, wir akzentuieren mehr, wir arbeiten mehr aus, wir malen mehr an Schnallen, Nieten, kleinere Details, darauf achten wir. Kleinere Freehands sind möglich, wir machen da mal irgendwelche Emblemen, Abzeichen und so weiter, ist kein Ding. Wir verwenden Decals, wir malen Augen, ab Level 5 Character bemalen wir die Augen des Modells, also mit Weiß, dann ein Punkt drin, dass es eben auch gut passt. Wir, muss ich gerade noch in meiner Liste kurz nachsehen, arbeiten auch hier mit kleineren Effektfarben, Abplatzer, Kampfspuren, Rosteffekte. Da kann man sehr schöne Sachen bei großen Fahrzeugmodellen machen, was man eben bei einfachen Qualitätsstufen Level 3 oder 4 weglässt. Man kann Rauchspuren machen, man kann Kampfschäden machen, Truppenmarkierungen, Kantenabplatzer, ein bisschen vielleicht auch mit Staubeffekten arbeiten. Ein einfaches OSL, also ein einfacher Lichteffekt ausgehend von der Lichtquelle, ist auch hier möglich. Und insgesamt, sage ich mal, eine wirklich schöne, hochwertige Spielfigur hinzukriegen, wo man, ich sag mal, Bemalfehler und Ungenauigkeiten wirklich nur noch dann sieht, wenn man nah an das Modell herangeht, es dreht, von den Seiten sich anguckt, dann ist vielleicht hier und da mal eine Kleinigkeit zu erkennen, aber wie gesagt, es ist eine Handarbeit und kleinere Abweichungen sind da jeweils immer möglich. Kommen wir zu der letzten Qualitätsstufe, die wir regulär anbieten, und zwar Level 6 oder Stufe 6, die sogenannte Hero-Qualität. Level 6 ist so derzeit, sage ich mal, die höchste Qualitätsstufe, die wir regulär anbieten. Wir bezeichnen das Ganze als einfachen Display-Standard, das heißt, hier kann man schon von einer einfachen Vitrinenqualität sprechen. Es ist nicht das, sage ich mal, Frontmodell, das ihr bei dem ein oder anderen Hersteller vielleicht in der Vitrine steht, wo viele, viele, viele Stunden, teilweise bis zu 100 Stunden in einem einzigen Modell stecken. Aber es ist eine schöne Vitrinenqualität, zum Beispiel für zu Hause, für die eigene Vitrine, um das Herzstück einer Armee zu haben. Wir bieten das sowohl für kleine Einzelmodelle an, Heldencharaktermodelle, als auch für große Fahrzeugemodelle, imperialer Ritter, all solche Sachen. Es ist also auch auf jeder Figurengröße möglich. Was machen wir auf dieser Qualitätsstufe? Im Endeffekt ist es wieder eine Steigerung. Wir gehen von Level 4 Skirmish aus, Level 5 Character, und dann machen wir eben auf Level 6 noch ein bisschen mehr. Das heißt, es ist eine Bemalung wie Level 5 mit einem aber wesentlich feiner abgestimmten Farbbild. Das heißt, wir akzentuieren mehr, wir gehen mehr in die Tiefe, wir arbeiten die Augen aus. Wir arbeiten mit richtigen Farbverläufen. Ich könnte jetzt hier Techniken nennen, Wet Blending, Feathering, Akzentuierungen und so weiter. Wir arbeiten viel mehr mit Washes, mit Glazes. Teilweise layern wir dann auch jede Menge, lasieren mit den einzelnen Farben. Die Base wird auch gerne mal auf dieser Qualitätsstufe ein bisschen, ich nenne sie gerne mal Scenic-mäßig bezeichnet. Das heißt, die Base kriegt einen richtigen Landschaftscharakter mit kleineren Steinen, Hügelchen, verschiedenen Gräsern, Tufts, damit das Ganze eben entsprechend hervorgehoben wird. Natürlich je nachdem, wie es zur Miniatur passt, weil es ist immer eine sehr individuelle Angelegenheit. Das alles, was ich hier sage, kann man nicht immer hundertprozentig fix auf irgendein Modell anwenden. Es kommt halt immer auf die einzelne Figur an. Das liegt halt in der Natur der Sache, weil es halt so viele Modelle gibt und auch so viele verschiedene Wünsche. Ja, was machen wir noch? Schauen wir auf meine Liste. Genau, wir setzen ab dieser Qualitätsstufe gerne auch mehr Airbrush ein für sanfte Farbverläufe. Gerade bei großen Monstern oder ähnliches bietet es sich an, bei Echsen, Dinosauriern, all diesen Kreaturen, Drachen. Freehand, ein Freehand auf einem Schild, einer Schriftrolle, ein Schulterpanzer, ein richtig schön klein gezeichnetes Bildchen, ist ab dieser Qualitätsstufe auch möglich. Außerdem arbeiten wir mit zusätzlichen Effekten, also ein etwas aufwendigeres OSL. Wir machen auch mal Non-Metallic oder Semi-Non-Metallic, nenne ich das Ganze gerne, weil ein richtiges, reines, pures Non-Metallic Metal ist überaus aufwendig und geht weit über diesen Qualitätsstand hinaus. Da landet man dann schon wirklich auf den Qualitätsstufen 7, 8, 9. Kleine Ungenauigkeiten und Bemalfehler sind eigentlich so gut wie gar nicht sichtbar. Kann immer mal in einem Winkel, sage ich mal, in einem toten Winkel unterhalb eines Modells, wo man es wirklich nicht sieht, vorkommen. Aber im Großen und Ganzen, hier ist die Fehlerrate wirklich minimal. Und im Zweifel, wenn irgendwo noch ein Fehler vorhanden ist, mit uns kann man reden, man kann das Modell wieder einschicken. Wir schauen uns das Ganze einfach an, sodass es wirklich dann entsprechend eurer Vorstellung Genüge tut und auch passt. Ansonsten bieten wir darüber hinaus noch mit Level 7 seit einiger Zeit eine Qualitätsstufe an, von der ich erstmal sagen würde, die ist nach oben hin offen.
Hier kommt es wirklich darauf an, wie sieht euer Budget aus, was ist euch wichtig, worauf legt ihr Wert. Ihr sprecht es einzeln mit dem Künstler ab. Wir haben dann hier bei dieser Qualitätsstufe einen festen Stundensatz, nachdem das Ganze abgerechnet wird. Es geht dann hier mehr wirklich in die Qualitätsstufe für, ja, ich sag mal, Vitrinen, Ausstellungsstücke, für Hersteller und so weiter. Mit Sicherheit nicht für die Masse gemacht, sondern eher wirklich für ein besonderes Einzelmodell, kleinere Truppen, für jemanden, der ein ganz besonderes Modell hat. Und wir haben auch die entsprechenden passenden Künstler dazu, die das Ganze umsetzen können. Wir haben da auch jede Menge Beispiele hier in unserer Studio-Vitrine. Diese Qualitätsstufe ist zum Teil auch schon von uns in der Spielzeugindustrie verwendet worden oder ja, gebucht worden, sodass es da zum Beispiel dann irgendwelche Vorlagenmodelle sind, nach denen dann zum Beispiel andere Modelle produziert werden. Wenn ihr euch für Level 7 interessiert, sprecht uns am besten an, schickt mir eine E-Mail, dann alles Weitere eben persönlich. Ansonsten die Stufen 8, 9 und 10, diese Golden Demon Qualitäten und so weiter, alles was darüber hinausgeht, bieten wir derzeit nicht an. Das ist einfach eine Qualitätsstufe, wo ich persönlich denke, da sollte man sich schon einen sehr, sehr guten Einzelkämpfer, einen Golden Demon Gewinner zulegen. Es gibt auch sehr viele tolle Maler da draußen, die das können, die sich genau dieses eine Modell vornehmen, wo man viel Zeit investieren kann. Allerdings darf ich auch mal behaupten, dass ihr bei dieser Qualitätsstufe bei einem einzelnen Modell selten unter die 200 bis 300 Euro kommen werdet, sondern auf diesen Qualitätsstufen landet ihr dann schon bei einem deutlich höheren Preis, der vielleicht um die 400 bis 500 Euro liegt, je nachdem, was ihr wünscht, was der jeweilige Künstler verlangt. Deswegen hier bei uns, Phantasor Studio, Level 3 bis 6, Tabletop-Miniaturen, Miniaturen für Rollenspieler, Figuren, die zum Spielen gedacht sind, für den Spieleinsatz gedacht sind, oder eben einfache Vitrinenstücke, die man gerne bei sich zu Hause stehen hat, gerne als Herzstück für seine Modelle hätte. Da seid ihr bei uns genau richtig. Ja, ich hoffe, ihr habt mal so einen groben Eindruck über unsere Qualitätsstufen bekommen. Falls ihr da noch Fragen zu habt, könnt ihr sie entweder in das Video hier reinpacken oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail, ruft an, kommt vorbei, wir sind jederzeit für euch da, um euch da richtig zu beraten, welche Qualitätsstufe für euch die beste ist, für euer Spiel und natürlich auch, welches, ja, was am besten auf euer Budget abgestimmt ist. Ihr müsst die ganze Armee, die ihr habt oder euer Spiel nicht in einer Qualitätsstufe durchgehend bemalen. Es gibt auch einen Split, den ihr machen könnt. Zum Beispiel Level 3 Regiment für die Masse an Truppen, Level 4 oder 5 für die Elite-Einheiten und dann zum Beispiel den Anführer, den Warcaster zum Beispiel bei War Machine, den Warlock bei Hordes in Level 6 Hero, um ihn als richtiges Herzstück hervorzuarbeiten. Da könnt ihr auch mit uns sprechen, was die ideale Zusammensetzung wäre. Wir kümmern uns da wirklich um euch und wir haben jetzt mit über 3 Jahren Erfahrung da auch schon so einige Projekte gemacht, wo wir wissen, da lohnt es sich vielleicht nicht so zwingend. Wir sind da ganz offen und ehrlich zu euch und ja, das Einzige, was wir machen können, ist, redet mit uns und gemeinsam finden wir dann schon das Idealste für euch. Das war's und vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende durchgesehen habt und vielleicht, ja, hören wir ja irgendwie voneinander. Bis bald und tschüss.